Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder eine weitere Folge voller Enttäuschungen, denn wir werden wieder ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Und ja, wer die letzten Folgen gesehen hat, der weiß, das hat bis jetzt nicht so ganz gut funktioniert. Ich versuche ein paar Legendary-Essenzen daraus zu ziehen, weil ich meine Sammlung ganz gerne vollständig hätte. Blizzard sieht es oft ein bisschen anders und gibt mir keine. Und ich hoffe, diesmal können wir die Pechsträhne durchbrechen und kriegen die eine oder andere Essenz raus. Ich bin jetzt ein bisschen abergläubisch geworden, könnte man schon sagen, da ich noch DD und eine Heiler-Essenz sowohl beim Rossbolzen als auch bei den Anquanern brauche, specke ich jetzt einfach mal auf DD um. Ich weiß, es bringt nichts, aber wir machen es trotzdem und wir stellen jetzt hier auch mal Wildheit ein. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir durch. Ich habe 4 Kisten im Inventar und nochmal 2 Kisten, die wir uns dann holen können, wenn ich die anderen eingelöst habe. Die sind ja einzigartig, deswegen kann ich mir die jetzt nicht gleich holen. Und zwar von den Anquanern haben wir noch eine und vom Rossbolzen. Ich würde sagen, wir steigen hier an mit der Rossbolzenkiste, wo kein Item drin ist. Dann haben wir einen Vorrat von den Anquanern, wo wir auch nichts rausziehen. 7. Legion bringt nur ein paar Dienstmedaillen. Okay, da ist jetzt auch keine Essenz drin tatsächlich. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir in den 2 letzten. Komm, einmal Daumen drücken, Leute. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ich habe extra auf DD umgestellt. Ich hasse dich, Blizzard. Okay, gut, dann haben wir jetzt noch eine Chance und zwar bei den Anquanern. Und dann haben wir wieder 50.000 Ruf rausgeballert, ohne ein Item zu kriegen. Ich hoffe, dass die Ankana jetzt so ein bisschen mir Glück bringen und mir mal eine Essenz geben. Im Moment gibt es ja noch diesen Buff, ne, mit 100% mehr, 100% mehr Ruf. Das ist ganz nett, kriegt man ja zumindest bei den Ankanern bzw. beim Rossbolzenwiderstand. Leider nicht bei den 2 neuen Fraktionen von Patch 8.3. Die Kisten bin ich ja auch noch so nebenbei ein bisschen am Holen. Da sind noch Pets drin. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich die mittlerweile habe, aber so fürs ein oder andere Gold sind die doch ganz nett mitzunehmen, da die Pets noch relativ teuer sind. Gut, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt aber noch eine Essenz raushaben. Und ich hasse dieses Spiel. Warum farme ich jedes Mal 50.000 Ruf und kriege absolut gar nichts? Ja, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder vergeblich 50.000 Ruf gefarmt habe und wir die nächsten Kisten aufmachen. Mal schauen, ob ich dann Glück habe. Ja, suhlt euch in meinem Pech und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Seid ihr ein bisschen luckier mittlerweile mit den Essenzen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.